Aber er war so groß. Mach deine Augen auf. Und daher kommt unsere Magie, wirklich? Diese Kerze birgt das Wunder, das unserer Familie geschenkt wurde. Aber wie haben wir denn ein Wunder bekommen? Vor langer Zeit, als meine drei Kinder gerade geboren waren, wurden Abuelo Pedro und ich gezwungen, aus unserem Zuhause zu fliehen. Und obwohl sich uns viele anschlossen, in der Hoffnung, ein neues Zuhause zu finden, waren wir nicht in der Lage, den Gefahren zu entkommen. Und dein Abuelo ging von uns. Doch in unserem dunkelsten Moment wurde uns ein Wunder geschenkt. Die Kerze wurde zu einer magischen Flamme, die niemals erlöschen konnte. Und sie segnete uns mit einer Zuflucht, in der wir ein neues Zuhause fanden. Einem Ort voller Wunder. Einem Encanto. Einem Encanto. Das Wunder erblühte immer mehr. Und unser Haus, unsere Casita selbst, wurde lebendig, um uns zu beschützen. Als meine Kinder größer wurden, segnete das Wunder jedes von ihnen mit einer magischen Gabe, um uns zu helfen. Und als ihre Kinder groß genug waren, bekam sie auch eine Gabe. Ganz genau. Und gemeinsam haben die Gaben unserer Familie unser neues Zuhause zu einem Paradies werden lassen. Heute Abend wird diese Kerze dir deine Gabe schenken, mi vida. Stärke unsere Gemeinschaft und stärke unser Zuhause. Mach deine Familie stolz. Meine Familie stolz machen? Was glaubst du, was ich für eine Gabe kriege? Du bist ein Wunder, Mirabel Madrigal. Was für eine Gabe auch immer dich erwartet, sie wird genauso besonders sein wie du. Ich bin nicht traurig. Man sagt, dass alles gut ist.
Peppa, da ist eine Wolke! Ich weiß, Mama, aber ich kann Antonio einfach nicht finden. Was hat das?
zu Mirabelle. Du weißt, der heutige Abend wird nicht leicht für sie. Wenn die Gabezeremonie auch dieses Mal nicht gut verläuft, wird der heutige Abend für keinen von uns leicht. Nervös? Du hast absolut nichts zu befürchten. Du wirst deine Gabe kriegen und wenn du die Tür öffnest, wird es bestimmt das Coolste überhaupt sein. Da bin ich sicher. Was, wenn es nicht funktioniert? Naja, in diesem extrem abwegigen Fall würdest du hier im Kinderzimmer bleiben. Bei mir. Für immer. Und ich werde dich ganz für mich allein. Ich wünschte, du hättest auch eine Tür. Weißt du was? Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Und dennoch, ich werde natürlich den weltbesten Mitbewohner vermissen. Ich weiß ja, dass du Tiere magst. Und den habe ich selber gemacht. Also wenn du jetzt in dein cooles Zimmer ziehst, dann hast du immer etwas zum Kuscheln da. Also dann, Andresito, bist du bereit? Ich kann nicht. Ich brauche dich. Na komm, bring mir dich zu deiner Tür. Wirst du deine Gabe nutzen, um unser Wunder zu ehren? Wirst du dieser Gemeinschaft dienen und unser Zuhause stärken? Ja, aha. Natürlich dürfen Sie auch kommen. Wir haben eine neue Gabe. Thank you.
aussiehst wie du. Wir brauchen ein Foto. Kommt alle her! Kommt! Was für ein großartiger Abend! Ein perfekter Abend! Und jetzt alles zusammen! La Familia Madrigal! Beruhig dich mal. Sei nicht betrübt, trotz deiner Qual. Hey, ich bin doch noch Teil der Familie Madrigal. Nicht allein, ich bin nicht allein. Steh im Schatten und sehe euch schein. So allein, ich bin allein. Ich versetz keine Berge. Mein Bruder hat seine Orientierung in dieser Familie verloren.
Ich will nicht, dass dir das auch passiert. Schlaf ein bisschen. Morgen fühlst du dich bestimmt besser. Pedro, ich brauche dich. Friss in unserer Casita. Wenn unsere Familie wüsste, wie verwundbar wir wirklich sind, wenn unser Wunder stirbt, wir dürfen unser Zuhause nicht noch einmal verlieren. Warum geschieht das, Pedro? Öffne mir die Augen. Wenn die Antwort hier ist, hilf mir, sie zu finden. Hilf mir, unsere Familie zu beschützen. Hilf mir, unser Wunder zu retten. Ich werde das Wunder retten. Moment, wie rettet man denn ein Wunder? Ich finde heraus, was da passiert mit dem Wunder. Oh, ich habe echt keine Ahnung. Aber in dieser Familie gibt es ja eine Person, die alles hört und über alles Bescheid weiß. Wenn also irgendjemand weiß, was mit der Magie nicht stimmt, dann sie. Camillo, hör auf, dich für eine Rolle auszugeben, nur weil du einen Nachschlag kriegst. Wann für so wert? Die Einzige, die sich Sorgen um die Magie macht, bist du. Und die Ratten, die in den Wänden tuscheln. Oh, und Luise. Denn ich konnte ihr Auge zucken hören, die ganze Nacht. Meine Lieben, setzt euch bitte. Kommt schon, na los. Vielen Dank, Tonito. Sicher finden wir heute einen Weg, wie wir deine Gabe einsetzen können. Luisa, Dolores hat mir gesagt, du drehst total durch. Es ist möglich, dass du vielleicht irgendwas über letzte Nacht und die Magie weißt. Du weißt es! Mirabel, wenn du nicht aufpassen kannst, helfe ich dir dabei. Eigentlich habe ich... Casita, zuerst möchte ich was bekannt geben. Ich habe mit den Guzmans gesprochen über den Antrag, den Mariano und Isabella machen möchte. Dolores, gibt es einen Termin? Heute Abend. Und er will 5 Kinder. Fabelhaft. So ein prächtiger junger Mann wird mit unserer perfekten Isabella eine neue Generation magischer Segnungen hervorbringen und unsere beiden Familien stärker machen. Okay, unsere Gemeinschaft verlässt sich auf uns. La Familia Maria! La Familia Maria! Luisa, hey! Hey, Luisa, warte mal kurz! Luisa, kannst du den Fluss umleiten? Wird erledigt! Luisa, die Esel sind schon wieder ausgebüxt! Schon dabei! Wow.
das ist mir so rausgerutscht. Was ich sagen wollte, war, wieso sollte was nicht stimmen? Mir geht's super, die Magie ist super, Luisa geht super und ich bin überhaupt nicht nervös. Dein Auge zuckt schon wieder. Ich bin stark wie tausend Berge, ein zerschellt jeder Fels dieser Erde. Bewege ich, bewege Berge, ja ich brenne, ich kenne meine Werte. Für schwere Arbeit bin ich Experte, mein Schaden ist zu hart und ich kerbe jedes Stein, ja ich rede das Kleine, verbrich meine Kraft, es gibt nichts, was mich schafft. Doch, lass mich nicht weg. Ich bin am Kämpfen und dran, Zeit abgeben zu des voller Menschen, dass ich nicht bin. Vielleicht wollte Herkules von Gerbe aus auch lieber wegrennen, dass ich nicht bin. In einigen Momenten werde ich mir selber fremd werden. Der Tod ist nicht trinkt, die Methode ist trinkt. Der Tod ist nicht trinkt. Was schön in der Magie.
denn schon wieder hier und wozu die Eile? Tut mir leid, ich war nur... Was ist da in deinen Haaren? Meine Gabe! Ich verliere meine Gabe! Was? Cinnabelle und ich hatten ein kleines Gespräch darüber, dass ich mir zu viel Druck mache. Also habe ich versucht, mir weniger Druck zu machen und dann bin ich mit nichts mehr hinterhergekommen. Ich wusste, ich werde alle enttäuschen und dann habe ich mich so furchtbar gefühlt, dass ich mir alle Esel geschnappt habe. Aber als ich die Esel in die Scheune werfen wollte, waren sie so... so schwer! Was hast du getan? Was hast du zu ihr gesagt? Gar nichts. Ich weiß auch nicht. Mirabelle, ich muss jetzt die Guzman zu Isabellas Verlobung abholen. Halte dich von Luisa fern, bis ich mit ihr gesprochen habe. Heute Abend können wir keine weiteren Probleme gebrauchen. Und was auch immer du gerade tust, hör auf damit! Isabella,
Christigus, meinst du, in der Gegend bist du nicht im Chronostom eingebrochen? Die Magie stirbt nicht, das Haus wird nicht fallen und du bist das Kabelständer nicht. Niemand wird es erfahren, verhalte dich ganz normal. Niemand darf es wissen. Ich weiß es. Sie wird es allen erzählen. Ich gehe natürlich davon aus, dass in der La Casa Madrigal alles in Ordnung ist, aber ich überzeuge mich lieber selbst davon. Mirabella Cronus Vision gefunden. Camillo, mach nicht so ein Gesicht. Mirabella Cronus Vision gefunden. Davon sie wohl Bonus Vision. Pepper, die Wolke. Sonnenschein, Sonnenschein, Sonnenschein. Mirabella? Ist alles in Ordnung? Alles ist großartig. Sie ist nur so aufgeregt, dass du Isabella einen Antrag machst. Was du auch tun solltest, so schnell du kannst. Isabella, du liebreizendste aller Madrigals. Willst du nicht? Was geht hier vor sich? Isabella hat Brunos Vision gefunden. Sie kommt darin vor und wird die Magie zerstören. Wir sind alle verloren. Was? Ich hasse dich. Ich bin so ein Loser. Was hast du getan? Ich tue absolut gar nichts. Es ist Brunos Vision. Sie ist... Mirabel! Stehen bleiben! Bleib stehen! In Gefahr. Unser Haus einstürzen. Und dann sah ich dich. Doch die Vision war anders. Sie veränderte sich. Und es gab keine klare Antwort. Kein eindeutiges Schicksal. Als ob deine Zukunft noch nicht entschieden wäre. Aber ich wusste, wie das aussieht. Ich wusste, was alle denken würden. Denn ich bin Bruno und alle gehen immer vom Schlimmsten aus. Also bist du gegangen, um mich zu beschützen. Ich wünschte, ich hätte mehr sehen können. Ja. Ja, wenn du dir wünschst, dass du mehr sehen könntest, dann sieh doch mehr.
Hab doch einfach noch eine Vision! Oh, nein, 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 weißt du, ich bin echt durch mit diesen Visionen. Aber du könntest es. Okay, selbst wenn ich das wollte, was nicht so ist, du hast meine Visionshülle zerstört. Was echt ein Problem ist, denn ich brauche einen großen, offenen Raum. Dann finden wir einen. Und wo? Nimm doch mein Zimmer. Die Ratten haben mir gerade alles erzählt. Unsere Familie braucht Hilfe. Und du musst echt mal hier raus. Was ist, wenn ich dir noch was Schlimmeres zeige? Wenn ich etwas sehe, was dir nicht gefällt, wirst du bestimmt sagen, oh Bruno, lass schlimme Dinge passieren. Ich glaube nicht, dass du schlimme Dinge passieren lässt. Manchmal haben die Einzelgänger der Familie nur einen schlechten Ruf. Du kriegst das hin. Beruhig die Nerven. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Du solltest dich lieber festhalten. Yeah.
Was ist denn hier los? Amore, es ist alles gut. Es ist, wir werden das Wunder retten. Die Magie. Was redest du denn da bitte? Sieh dir unser Zuhause an. Sieh dir deine Schwester an. Isabella war nicht glücklich. Und ich wollte nicht. Sie nicht glücklich. Du hast ihren Antrag ruiniert. Sie brauchte mich, um den Antrag für sie zu ruinieren. Und dann haben wir halt das hier gemacht. Und die Kerze brannte hell. Und die Risse. Deshalb bin ich in der Vision. Ich rette das Wunder. Jetzt hör endlich auf, Mirabelle. Die Risse begannen wegen dir. Bruno ist fortgegangen wegen dir. Luisa verliert ihre Kräfte und Isabella spielt völlig verrückt wegen dir. Ich weiß nicht, wieso du keine Gabe bekommen hast, aber das ist keine Entschuldigung dafür, dass du dieser Familie Leid zufügst. Ich werde niemals gut genug für dich sein. Oder? Egal wie sehr ich es auch versuche. Egal wie sehr es irgendeiner von uns versucht. Luisa wird ganz sicher niemals stark genug für dich sein. Isabella wird nie perfekt genug sein. Bruno hat uns verlassen, weil du in ihm immer nur das Schlimmste gesehen hast. Aber diese Familie vollkommen egal. Er liebt diese Familie. Ich liebe diese Familie. Wir alle lieben diese Familie. Du bist die Einzige, der sie egal ist. Du bist diejenige, die unser Zuhause kaputt macht. Vergiss ja nicht. Das Wunder stirbt wegen dir. Oh, nein, nein, nein. Die Kerze! Pedro, Hilfe gebeten. Mirabelle,
viele Sterne, jeder von ihnen möchte scheinen. Doch Sterne scheinen nicht, sie brennen. Und manches ändert sich. Es wird Zeit, um zu erkennen. Die Gabe braucht ihr nicht. Ich war so streng, das tun wir leid. Aus Angst, dass ich euch aufverliere. Das Wunder, das bei mir allein nur Magie.
und die vielfältige Hilfe vieler Freiwilliger. Die meisten sind Hintergrundwirkung. Aber einen wesentlichen Anteil zum Erfolg war Goldwagen. An erster Stelle sind hier unsere Trainerinnen und Übungsleiterinnen zu nennen, die das Konzept in die Hand genommen haben, die Läufe einstudierten und die Choreografie dazu entwarfen. Vielen Dank an Nele Bilafni, Kira Baumann, Melina Jakob, Lea Kellmann, Svenja Kopp, Antonia Kerzen und Sabrina Strohmann. Das war dann unser Schaulaufruf 2022. Der RSC Oerkeschwick wünscht Ihnen eine gute Heimfahrt und eine beschauliche weitere Adventszeit.